Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Hübi Gaming. Ja, wir sind im LS22 Projekt auf der wunderschönen Stappenbach im Kreis Bamberg in Oberfranken. Ja, wir sind unterwegs mit dem MB-Truck und dem Balkenmäher hinten vorne ein Mähwerk, um die Wiese zu mähen, die wir gestern uns angeguckt haben. Beziehungsweise uns heute Morgen um 8 Uhr, glaube ich, war es, angeguckt haben, wo eben die Brennholzgeschichte entstehen soll. Genau, so, da wären wir, weil die ist nämlich reif. Sehr geiles Bild. Gut, dann klappen wir das Ganze aus. Wir fahren hier mal drauf. Bei der Wiese war es immer so, dass ich mit der Außenkante, mit der Böschung hier immer so ein bisschen Probleme hatte. Aber naja, wir werden sehen. Genau, ne? Ich mähe jetzt, wie gesagt, das soll die Brennholzproduktion da drauf entstehen. Verkaufspunkt soll vorne bei der Baywa sein, dass man einfach auch eine gewisse Fahrstrecke hat, dass man nicht einfach alles nehmen kann und zapp, zapp, ne? Sondern es soll ja auch ein bisschen Aktivität hinter der ganzen Sache stecken. So, wir schalten beide an und senken beide ab. Und Abfahrt. So, und jetzt mähen wir den ganzen Rücken runter. Ich werde mich doch jetzt so langsam aber sicher mit dem Head-Track-System auseinandersetzen müssen. Weil so ist es einfach angenehmer. Sehen wir es einfach so, wie es ist. Das Head-Track-System. Ich habe es zwar schon mal ausprobiert. Ich glaube, ich habe auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Aber das war nicht richtig eingestellt und war auch ein bisschen etwas verwirrend.
Herbst. Die Blätter bzw. die Bäume werden farbig. So. Perfekt. Perfekt. Ja, hat doch wunderbar geklappt. Wir fahren über den Händler. Alla. Einmal schaust du nicht, ne? Einmal. So, gut. Dann räumen wir mal den ganzen Bums hier auf. Was jetzt? So. Falsch.
So. Ab dafür. Und. Abkoppeln. Gut. So. So, wir schwaden. Wenn ihr ab und zu mal so ein Knacksen hört und dann kurz danach wieder ein Knacksen, das ist völlig normal. Das ist meine Mute-Taste vom Headset. Das mache ich, damit euch nicht die Ohrmuschel wegfliegt, weil ich dann wahrscheinlich husten muss oder niesen muss, weil ich bin froh, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, wenn diese Aufnahmesession jetzt vorbei ist. Dass ich da nicht mehr reden muss, weil momentan strengt es einfach nur noch massivst an. Und ich merke halt einfach, dass es minütlich schlechter wird. Aber das ist wie mit allem, man möchte es halt fertig haben, ne? Gott sei Dank lenkt der hinten mit. Nicht immer ein Segen ist, aber in dem Fall schon. Aber ich muss jetzt mal was trinken. Leute, das tut mir jetzt echt leid, ne? Vielleicht gönnen wir... Alter, was ist denn mit dir nicht richtig? Was war denn das? So. Gut. Wir fangen von da hinten an. Stück. So, dann. Dann drehen wir mal. Ja, das ist das mit der Lenkachse, ne? Er will, aber er darf nicht. Erste Mal Schwaden in der Innenansicht, aber ich muss sagen, dadurch, dass der Mäher, der Balkenmäher hinten, dass der einen Schwad ablegt und nicht alles quasi verteilt, muss man Gott sei Dank nicht so stark aufpassen wie bei normalen Mäherwerken. Wir können das ja auch mal vergleichen, ich kann ja auch mal einen Vergleich machen, indem ich mir mal ein anderes Mäherwerk hole, als Vorführer. In Anführungsstrichen. Und dann dann können wir das Ganze mal vergleichen. Jetzt ziehe ich durch.
geschlagen. Ja, ja, ja. So, gut. Und rum. So, gut. Machen wir es halt von da. Fahrer nach Hause fahren und können gleich die Presse holen. So. Abfahrt. Ach, komm. Was ist halt da? So. Hier. Und dann hätten wir's. Dann wäre die Wiese schon fertig. Ich meine, schauen wir mal, wenn es mich reißt. Dann mache ich heute vielleicht noch eine Folge. Aber das muss ich sehen. Das muss ich gucken. Versprechen kann ich es nicht. Obwohl es halt eigentlich echt Spaß macht, ne? Aber. Ich muss mal gucken. So, dann hätten wir das. Dann geht's ab nach Hause, um die Presse holen. Ah. Das war jetzt ein bisschen schnell. Jeder drüber. 8.50 Uhr. Völlig verschlafenen Ort. So ein wunderschöner B-Truck durch die Hauptstraße zimmert. Oh, ist doch herrlich. So was wird man auch gern geweckt. Natürlich das Problem. Beziehungsweise, nee, aber nicht. Wir stellen nämlich den Kollegen her. Hier oben in die Halle.
So. Denn der Rundumleuchter? Nee, war natürlich nicht. Wunderbar. So, ich bin gleich wieder da. So, okay. Also. Gut. Ach ne, den MP-Truck wollte ich ja mitnehmen. So, dann hätte ich gesagt, pressen wir noch unten die Wiese. Oder schauen wir mal. Ja doch, sollte eigentlich noch zeitlich hinhauen. Pressen wir noch die Wiese. Das clever genug eingebaut habe. Also irgendwie kommt es mir so vor, als wäre das da drüben eine Baustelle, wo vielleicht noch eine Halle hinkommt für den Hof. Ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, was dann der 2.0er-Version alles gemacht wurde. Ich meine, da wird man garantiert auch wieder einen neuen Spielstand brauchen. Könnte ich mir zumindest denken. Aber schauen, ob das geht, ob man das so machen kann. Ich müsste mal ganz kurz gucken. Ah.
Schauen wir mal, ob da Holz dabei. Ding dabei ist Stroh. Aber ich denke es fast nicht. So, gut. So, okay, dann fahren wir mal. Aber wir fahren hier mit geschmeidigen 15 km/h. Bollern hier nicht durch. Herrlich zuverlässige Presse. Auch die Ladewagen von Krone einfach Premium. So, das wird jetzt mal eine längere Folge. Beziehungsweise... Nee, wird keine längere Folge. Also, ich wickle das hier noch zu Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem Einzelnen, dass ihr meine Videos schaut. Vielen, vielen Dank an alle. Wenn ihr nichts mehr von der Stampenbach verpassen wollt oder wie wir hier zum
angesehensten Bauer werden in Stammbach. Bleibt dran, abonniert, dann verpasst ihr nichts. Natürlich werden euch die Videos wahrscheinlich irgendwann vorgeschlagen. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, ihr dürft mir immer in die Kommentare schreiben, ein Däumchen da lassen, was auch immer. Kostet alles nichts, ist alles für umsonst. Es zeigt mir, dass die Videos ankommen und es hilft, dass die Videos anderen angezeigt werden. Vielen, 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 vielen Dank an alle, die dabei sind, die es genauso viel Spaß macht auf der Stappenbach oder generell an dem, was ich mache. Vielen Dank, vielen Dank. Anders kann man es gar nicht mehr sagen. Man kann es gar nicht oft genug sagen, aber trotzdem vielen Dank. Ich bin raus. Macht es gut. Schönen Tag. Ciao, ciao.